Mit Durchblick oder ohne Durchblick, was ist dir lieber? Wir haben hier heute einen Artikel zusammengestellt, da könntest du beides machen. Denn Urlaubsinspiration ist immer noch so irgendwie drin bei mir. Also ich habe ja einiges gesehen und damit, das Gute ist ja, wenn man so früh im Jahr in Urlaub fährt, dann liegt der ganze Sommer noch vor uns. Und ich denke, viele von euch fahren noch einen Sommerurlaub. Ist jetzt die Frage, ob ihr mit Durchblick reist oder ohne Durchblick. Mit Durchblick könnte ich mir nämlich sehr gut vorstellen, ein Kleid aus diesem Häkelstoff hier, aus diesem... Warte, ich zeige euch den einzeln so. Mit diesem schönen Muster, also so ein Häkelmuster. Ist das überhaupt ein Häkelmuster? Jetzt kommt der Häkler ran. Ist das, ich glaube schon, es ist gehäkelt, aber... Es ist geklöppelt. Es könnte auch geklöppelt sein. Übrigens liegt die verkehrt rum, merke ich gerade beim Fühlen, weil ich glaube tatsächlich so rum... Ja, das müsst ihr wirklich mal fühlen, wie rum ihr das nehmt. Ich glaube, sie hat zwei... Ja, die ist hier ein bisschen erhabener. Stimmt, ja. Okay. Also... Ich glaube, es heißt tatsächlich Klöppeln. Es ist wie eine Klöppelspitze, aber ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Aber es ist auch egal, weil sie sieht einfach toll aus. Und ihr könntet euch daraus nämlich super schön ein luftiges Kleid nehmen und dafür einfach den Schnitt Ariana von Kibado nehmen. Ist gerade so unser Standardschnitt, den wir ganz oft irgendwie zeigen, weil es einfach immer passt. Und daraus vielleicht so ein halblanges Kleid nähen. Und dann kann man natürlich das einfach am Strand über den Bikini schmeißen, wenn ihr sagt, mit Durchblick, der Bikini guckt durch. Oder aber ohne Durchblick, dann näht ihr euch vielleicht noch, wenn ihr es nicht letztes Jahr schon genäht habt, ein Unterkleid, ein Slipdress Wendy. Zum Beispiel aus unserem tollen Charmeuse-Stoff hier, auch in diesem Weißton. Das lässt sich übrigens auch sehr, sehr gut unter Kleider, unter Viskosekleider anziehen, wenn es natürlich dann gut rutschen soll und nicht durchsichtig sein soll. Also alles, was durchscheint, da könnt ihr gut so ein Unterkleid runterziehen, dann scheint nichts mehr durch. Hier ist es natürlich gewollt, dieser Lagenlook, aber da könntet ihr dieses Kleid auch einfach drunter ziehen und das Strickkleid oben drüber. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Das sieht ein bisschen nach Ibiza aus. Mhm. Ibiza, Sonne und Strand und ja, so weiter. Und blaues Wasser und Palmen. Wir könnten überall damit hinreisen. Auch hier könntet ihr perfekt einfach das Jersey-Schrägband nehmen, wenn ihr zum Beispiel den Halsausschnitt einfassen wollt, dann einfach hiermit entsprechend einfassen, dann habt ihr dann eine saubere, weiche Kante, die schön sich am Hals anfühlt. Das passt perfekt dazu. Wir verlinken euch die Nummern, nein, nicht verlinken, wir schreiben euch die Nummern alle im Text, verlinken können wir ja hier auf Instagram nicht in einem Beitrag, aber ich schreibe die Nummern alle im Text, da findet ihr die Artikelnummern zu den vorgestellten Sachen. Jetzt ist die Frage, mit Durchblick oder ohne Durchblick, wie entscheidest du dich denn? Tja,